er hat als Kind oder Jugendlicher bei unserem Ringsprecher Gonzo im Jiu-Jitsu seine Kampfsportkarriere gestartet. Und Judo. Und Judo. Schauen wir mal. Sehr sympathisch, junger Mann. Hier in der Berliner Grappling-Szene schon ein bisschen länger unterwegs. Obwohl er so jung ist. Dem Kämpfer, gerade bei Amateurveranstaltungen, auch nochmal 10 Sekunden länger gibt und auf ihm sagt, du musst dich jetzt wehren, sonst breche ich demnächst mal ab. In seiner Ecke, Julien. Sein Gegner Julien Makelli in der grau-braun-weißen Hose. Ja, beide mit der Venom Viper Look Shorts. Seconds out, Ring frei, Runde 1. Are you ready? Fight! Und los geht's. Schöne Deckung, aber Robert kommt durch. Schöner Low-Kick mit rechts. Inside Low Kick mit links, Outside Low Kick mit rechts. Hat Julien doch. Outside Low Kick mit rechts, er war hart. Wieder hart. Harte Low Kicks. Und da kommt der Takedown-Einsatz von Bobby. Julien versucht von unten eine Guillotine anzugreifen und er hat die Hand unterm Kinn. Einer von aber den verliert beiden sie. Blutet auch ein bisschen. Da ist der Kimura-Ansatz beim Guard Pass. Schafft es hier Halfguard sich zu holen von unten? Aus der Halfguard ist der Kimura ein wirklich schwerer Hebel, insbesondere sehr wenn schwer. Dich der Käfig, das Schutzgitter hinten daran hindert, deine Hüfte rauszunehmen. Die Schulter von Robert ist auch eigentlich weit genug vorne. Ah, Julien lässt die Kimura gehen. Da passiert er die Guard, um aber wieder in die Halfguard zu kommen. Sofort wieder zurück. Und er versucht von unten weiter eine Guillotine anzugreifen. Ist aber auch sehr schwer zu finishen aus der Position. Kurze Ground- und Pound-Ansätze. Robert steckt gerade mehr Energie ins Passieren. Sehr vernünftig auch aus seiner Position. Wobei die Halfguard fürs Ground- und Pound nicht unbedingt die schlechteste Position ist. Scheint aber nicht sein Ziel zu sein. Nein. Jetzt hat er sein Bein fast raus. Und? Ah. Aber Julien hat auf der anderen Seite den Butterfly-Hook wieder drin. Kann seinen Gegner etwas hochheben. Aber da ist auch Robert wieder drüber. Und Halfguard andere Seite. Sehr schönes Positionsspiel am Boden von beiden Kämpfern von beiden. Zur Zeit. Ja. Das Ground and Pound wäre dann klar auf der anderen Seite Halfguard ein bisschen schöner gewesen, weil da bietet sich die Leber an. So schmerzunempfindlich ist die Milz auch nicht. Na, wann kommt das mit der Minibar? Ich wusste, dass du darauf wartest. Also um die Zuschauer zu Hause nicht zu enttäuschen. Mein Almanach-Spruch, wo früher eine Leber war, ist heute eine Minibar. Auch wenn die Leber zurzeit überhaupt nicht Ziel der Angriffe von Robert ist, sondern Ground and Pound zum Kopf. Das geht alles gerade direkt in die Kommandozentrale. Julien hat sich den Halfguard zurückgeholt. Der müsste seine Hüfte zu unserer Seite rausbringen. Oh, wieder in die Quarterguard. Und jetzt ist er am Mount. Full Mount. Full Mount. Der Berliner oben hat jetzt noch gut Zeit. Und versucht mit Ground and Pound und durch die Kontrolle des Arms auch den Rücken zu bedrohen. Julien hat sich zurückgedreht. Nein, da gibt er seinem Gegner wieder die Technical Mount. Ah, jetzt muss er aufpassen, dass der andere ihm nicht auf den jetzt Rücken geht. Hat er den Rücken. Beide Hooks drin. Oh. Ground and Pound, er arbeitet weiter. Und eigentlich auch noch genug Zeit, um die Sache zu finalisieren. Das wird spannend. Jetzt greift er den Choke an. Jetzt versucht er in den Choke reinzukommen. Und dabei er macht zu.
Füße überkreuzt? Nein, doch nein, nicht. Nein, nein, sie sind nicht überkreuzt. Er macht das richtig. Er arbeitet Julian sich kämpft eng gegen, rein. Er hält gegen. Oh, das wird er versucht knapp. Den das richtigen knapp. Arm rauszuholen, das aber es wird knapp. Sein Gesicht. Knapp. Er versucht noch den Arm rauszubekommen. Er gibt das Thumbs-Up-Zeichen zum Schiedsrichter. Er ist also er noch da. Er schafft es. Erster aber da kommt der Rear Naked Choke von der anderen Seite. Oh, und der ist tiefer. Aber und er nochmal. Arbeitet weiter. Mit leichten Schlägen arbeitet er weiter, ist aber immer noch in der Position, dass der andere jederzeit den Choke angreifen kann. Wieder den Choke-Angriff. Auch der dritte ist verteilt. Und da! Und da schafft er. Super Befreiung. Sehr technisch. Und er hat einen Heel-Hook. Er hat einen Heel-Hook-Ansatz. Jetzt wird's hart für Robert. Nein! Und beide Kämpfer gehen zurück zum Stand. Harter Low-Kick von Julian. Und ein schönes Knie hinterher. Und sie clinchen am Cage. Und da hat er den Takedown. 10 Sekunden, Double Julian Leg. Sieht gezeichnet aus. Der Takedown war wirklich verschenkt gerade. Ja, in der Position jetzt den Kopf zu halten, könnte gefährlich sein. Dürfte. Da gehen wir in die erste Rundenpause. Ein Kampf, wo Robert ganz sicher vorne ist. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, am Anfang war es mehr gleich im Stehen, da, als er mit den Low-Kicks die Fäuste gekontert hat. Das war noch auf Augenhöhe, aber am Boden hat sich eindeutig der Berliner die Punkte geholt. Durch. Aber die Low-Kicks, die taten mir weh beim Zusehen. Oder bist du auch kein Thai-Boxer? Kein bisschen. So etwas tut weh. Wenn man nicht dran gewöhnt ist. Robert sitzt in seiner Ecke auf dem Fußboden. Julian steht. Keiner der Betreuer hat die Hocker mit reingenommen. Dann hätte man nicht auf dem Fußboden sitzen müssen. So, es geht weiter. Zweite Runde. Rote Ecke, graue Fight-Show. Julian mit der grünen Oh, gleich wieder ein harter Low-Kick. Roberts Oberschenkel ist extremst gezeichnet von den Low-Kicks. Schöner Crossface. Nein, er entscheidet sich doch wieder für die Guillotine. Damit hat er bis jetzt zweimal kein Glück gehabt. Ich hätte den Crossface behalten an Julians Stelle. Yep. Und er geht gleich in die Side-Control. Sofort wieder getauscht. Position, Bobby. Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Die Strategie ging nicht auf. Crossface wäre sicherlich besser gewesen für Julian. Yep. Allein um den Takedown zu verhindern. Falls sich jetzt der ein oder andere Zuschauer wundert, warum Robert Fiedler keine Ellbogen einsetzt, bei Wheel of MMA, bei den Amateurkämpfen, sind Ellbogen zum Kopf verboten. Am Boden darf geschlagen werden zum Kopf, aber keine Ellbogen. Ellbogen am Boden sind meistens nicht K.O.-gefährlich, sorgen aber häufig für Abbrüche durch blutende Verletzungen. Ja, ich finde es auch, es ist eine Technik, die den Kampf nicht schön beendet. Von daher. Ja, ich muss auch sagen, ich halte das Regelwerk auch für gut. Also Ellbogen im Stand sollten drin sein, um da auch das Thai-Boxen weiter zu machen. Oh, da greift er auf den Fuß an. Toehold an. Lass dich darauf nicht ein, lass dich darauf gar nicht ein. Gut gekontert von Robby. Bring ihn vom Käfig weg, wenn du kannst. Vorsicht, er hat den Käfig. Jetzt hat er ihn nicht mehr. Robert die ganze Zeit oben. Dominiert auch hier wieder in der Side Control. Und hat er auch ein paar Submission-Ansätze. Meiner Meinung nach müsste Julian eigentlich den Standkampf wieder suchen. Er muss versuchen hochzukommen. Anstatt da so viel rumzugrappeln, sollte er versuchen, explosiv hochzukommen und den Kampf wieder in Stand zu verlegen. Aber seine Low-Kicks waren seine gefährlichste Waffe. Gerade sieht es schon wieder so aus, als ob der Berliner sich den Rücken holt und da hat er auch den zweiten Hook wieder drin. Sehr gut, Bobby. Eng. Und der Choke wird diesmal sehr eng. Ganz eng, das ist direkt vor uns. Das ist direkt vor uns, das wird ganz hart. Julian. Und da tappt er. Verdienter Sieg geht in die blaue Ecke an Robert Fiedler vom Team Fenris. Mata Leao, Rear Naked Choke, zweite Runde, sauber rausgearbeitet. Aber ich würde sagen, trotz der Euphorie, die er jetzt für den Sieg, sein linkes Bein wird ihm morgen noch zu schaffen machen, so wie es aussieht. Die Low-Kicks haben ihn doch ganz gut gezeichnet.
Ladies and Gentlemen, ich habe einen Schenkenkampf gesehen. Wenn Sie mit mir einer Meinung sind, dass das ein wirklich reiner Kampf war, dann lassen Sie sich beide Kämpfer hören. Der war großartig. Super, der Mann, der Ali. Super Stimmung in der Halle. Die beiden Kämpfer kriegen einen fetten Applaus. Ist das, was das Publikum sehen will. Und das Publikum hat Geschmack. Kämpfer bitte, kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der zweiten Runde nach 2:54 endete der Kampf bei Referee Stopping. Tap out. Die Technik war ein Rear Naked Choke und der Sieg geht an Robert Bobby Fiedler.